Note. Haig, sind Sie da? Chief? Ja, ist etwas nicht in Ordnung? Ich wollte mit Ihnen über unseren neuesten VIP-Besuch reden. Leitner, der Pianist. Chief, falls es Probleme gab, ich habe den Zeitplan geprüft, den Dienstplan. Ich habe versucht, dass Ikwe nicht zu sehr er selbst ist. Chief, ich habe Leitner sogar seine Zigaretten besorgt. Sie waren fabelhaft. Leitner hat Sie ausdrücklich erwähnt. Alter. Bei der nächsten Abrechnung erhalten Sie einen Bonus. Führen Sie Nicole mal schick aus, okay? Ja, Chief. Danke, Chief. Natürlich, der erwartet mich natürlich schon. Tschüss. Was hier in der Lobby alles rumkreucht und fleucht, ne? Hier bitte weg, bitte. 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 Danke. Tschüss. Und morgen hat so... Morgen, ich habe ihr Terminal benutzt. War okay, hoffe ich. Chief Ilyushin hat sich 13 Mal geweigert, aufzuhören. Kein Grund, morgen vom 14. Mal zu erzählen, January. Ich habe mir erlaubt, ihre Vorräte aufzustocken. Essen habe ich auch entdeckt. Liegt auf dem Tisch. Keine Sorge, habe alles überprüft. Ist vor Aliens sicher. Zappelt nichts. Chief Ilyushin hat recht. Es sind keine Typhon Kakoplasmus in der Nähe. Oh, danke, January. Seit ihrem Vortrag über meine Paraplexie war ich nicht mehr hier drin. War ganz sicher, sie würden mich feuern. Nur, dass sie leider eindeutig auf mich standen. Oh. Stand also auf sie. Okay, ein paar Cookies. Ansonsten. Was hat denn sonst noch so gemacht? Die meinte, sie hätte irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mal was. Ich bin zu vergesslich heute Abend. Aufgeräumt hat sie, glaube ich. Wie es eine Frau halt so tut. Essen besorgt hat sie. Wie es eine Frau halt so tut. Nichts Besonderes, glaube ich. Ne. Haben wir noch ein Reparatur-Kit? Da, ja. Okay. Essen, ja, nichts Besonderes, okay. Warte, haben wir jetzt das abgeschlossen? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt ins Arboretum. Alter, diese... Ah, jetzt bin ich genau da reingelaufen. Wow. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ah. Teak, kommen. Wir haben Feindkontakt. Aber der Feind, der Sie ist... hätten im Frachtraum Stellung halten sollen. Ich konnte nicht, Chief. Konnte diese Leute nicht. Kommen Sie zu den Fluchtkapseln. Negativ. Fluchtkapseln defekt. Als wären sie deaktiviert. Nur 4 von uns haben es zur Lebenserhaltung geschafft. Ich sehe Rammer hinter Ihnen. Negativ. Rammer ist nicht mehr Rammer, Chief. Diese Dinger... Chief, der Aufzug geht nicht. Sind ausgesperrt. Oh Gott, Rammer. Rammer ist hier. Teak, weg. Teak. Erika, komm. Oh. Es gibt noch eins. Will ich auch hören. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich brauche einen Termin, um den Aufbau eines speziellen Partikelinjektors in der Wasseraufbereitungsanlage zu überwachen. Moment mal, Sie wollen bitte was? Wie bestätigt, entsprechen Ein- und Auslassarmaturen den Vorgaben. Und was genau soll dieses Ding in unsere Wasserversorgung injizieren? Das steht mir nicht frei zu sagen. Aha. Tja, dann haben wir ein Problem, Tobias. Dr. Kelstrup hat es bereits abgesegnet und... Für so etwas benötige ich eine Unterschrift von Alex oder Morgan. Aber... Solange ich also keine Tinte auf einer gepunkteten Linie sehe, müssen Sie Ihren Injektor weiter Dr. Kelstrup zeigen. Alles klar. Da waren wohl ein paar Sicherheitsauflagen nicht vorhanden. Gut, gehen wir mal ins Arboretum. Mal schauen, was sich da so finden lässt. Bei Alex Yu. Na los, lad schneller. Los. Bin ich jetzt echt mal
Finde ich echt interessant, was der jetzt zu sagen hat. Der war ja die ganze Zeit gegen mich und jetzt auf einmal sagt er, sie haben gewonnen. Ich schicke dir den Code zu meinem Gravitationsschacht, sofern er noch funktioniert. Der Gravitationsschacht, alles klar. Mhm. Na, wo ist jetzt der Weber? Aber, Nein, nicht wegrennen. Ich will dich einmal im Leben scannen. Es sind so viele. Hallo? Da ist der Weber. Na komm. Komm hier runter. Komm hier runter. Komm. Ja, fein. Komm zu den Geschützen. Pling, 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 pling. Jetzt verschwindet er echt. Willst du mich ein bisschen veräppeln? Oh, oh, Furcht. Furcht. Was soll ich machen? Hilfe. Aua, aua, aua. Das sieht voll viel aus. Fast so viel wie so ein Weber. Wo ist denn der Weber jetzt? Ich kann hier überall sein. Aua. Oh. Wo ist der denn? Wo ist der Weber? Keine Ahnung. Alex' Büro soll da oben sein. Dann gehen wir doch mal nach da oben. Das ist cool. Let's go to Alex. Aua, natürlich. Immer wieder. So unnötig, dass die Dinger hier. Immer noch nicht. Komm her. Ich habe ein Geschenk für dich. Bam. Nein! Nein! Es sind zwei! Oh mein Gott! Nein! Bam! Headshot! Hier war noch eins. Da! Bam! Headshot! Jawohl! So. Da oben. Nochmal speichern. Stimmt, hier war ja die Silhouette. Oh, zum Glück habe ich gespeichert. Alles ist gut. Alles gut. Solange ich gespeichert habe, ist alles gut. Alles. Alles. Ne? Hätte ich jetzt nicht gespeichert, hätte ich mich ein bisschen aufgeregt. Könnte ich mich vielleicht eben heilen? Das wäre nett. Nochmal speichern. Da. Ja, natürlich sind diese Pflanzen hier Mimix. Ja, ja. So auch nicht. Jawohl. Kommt man auf die Idee, dass eine Pflanze eine Mimik ist? Ich weiß, dass das hier eine Mimik ist. Haha. Ja. Das ist nämlich alles gestellt. Das ist kein Wasser. Das ist nur ein Bildschirm. Das ist nur ein Bildschirm, Junge. Wo ist denn hier? Irgendwo da unten? Da oben der Weber. Ja, das ist ein Zystoid. Ah, Hilfe! Hilfe!
Da unten ist jetzt auf einmal noch ein Phantom. Ja, aber das Phantom ist tot. Das ist tot. Sammelt speichern. Eben die Dinger nochmal aufheben. Die sind wichtig. Ich sollte die echt mehr benutzen. Looking Glass. Ich musste irgendwie hoch. Ich weiß nicht wie. Da ist der Weber. Damit. Nee, warte. Damit. Aha. Oh, oh. So. Haha. Im Aufbau. Wie im Aufbau? Lass mich verarschen. Wie komme ich denn da hoch? Jetzt mal ehrlich, wie komme ich denn da hoch? Hier kann ich ja nicht dran vorbei. Im Aufbau. Hm. Ich bin gleich auch mal im Aufbau. Da, da. Hier vielleicht? Storage? Nee, hier nicht. Ups. Da, warte. Lobby, Crew, Quartiers, Deep Storage, Alec Hughes, Office. Ja. Nicht das. Guten Tag, Talos. Vergessen Sie nicht die wöchentliche Sicherheitsinspektion Ihrer Transtar-Uniform. Wenden Sie sich dazu bitte ans Maschinenlabor. Ach, komm her. Hui, Bomb. Bomb. Na, komm her. Bomb. Oh, 2 Damage. Nee, wie können die nur? Da ist noch ein Weber. Die wollen mich verarschen, ne? Die wollen mich irgendwie verarschen. Ja, wieso? The Bridge, Crew Quartiers, Lobby Gravity, Utility Tunnel. Ah, da komme ich hoch. Zwei, eins, acht, null. Schnell. Boah, bist du scheiße. Haha. Ich will mal eben schauen, ob hier oben noch irgendwas ist. Zum Beispiel das hier. Das hätte ich sonst nie entdeckt. Mondschatten-Zitrone. Ja. Das ist eine ganz besondere Zitrone. Nicht nur eine ganz normale. Nee, eine Mondschatten-Zitrone. Okay. Ich gehe mal hoch. Bevor ich da irgendwie reingehe. Terraforming des Mars. Also ich sehe da kein Alex. Wollte ich mal sagen. Aber jetzt ist hier wieder so chillige Musik. Deswegen denke ich irgendwie nicht, dass er uns verarscht. Aber irgendwie auch schon. Na egal. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Mein Bein juckt. So. Go, go. Morgen. Ich werde dich nicht begleiten. Keine Sorge, das ist kein Trick. Nur ein Geschenk deines großen Bruders. Es ist die Wahrheit, wie versprochen. Ich habe etwas gebraucht, um sie zu finden. Jemand wollte sie vor dir verbergen. Mein Computer. Noch ein Video. Sieh es dir an, dann reden wir weiter. Ich schicke dir das Passwort, falls du dich nicht schon reingehackt hast. Bevor ich dir den Schlüssel gebe, wir nehmen hier erstmal alles, bevor ich das Video anschaue. Zu schnell, zu weit. Neuromods. Zieh dir das Video in Alex' Büro an. Ja.
Mitternachtslieder, eine klassische Gedichtssammlung der Tang-Dynastie. Okay. Internationale Kunst auf der Tatus One. Hier ist ein... Das habe ich auch direkt gesehen. Kannst du nicht vor mir verstecken. Ah, hinter den Kulissen. Ja, ja. Ja, hier ist, glaube ich, da der Wasserfall oder so. Bürotresor. Ah, okay. Schatti. Den kann ich leider nicht knacken. Vielleicht ist da der Schlüssel drin. Mal schauen. Schnell speichern. Neurobot. Der neurale Horizont 2. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gelootet, was looten konnte. Nochmal speichern. Und jetzt... Cheng Huang Shen. Okay. E-Mail-Programme, Dateien. Dateien. Ja, den Neuromod-Plan nehmen wir nochmal. Okay. Programme, E-Mails. Wir nehmen mal die E-Mails. So. Ergebnisse von morgens Evaluation. Ihr Geschwisterteil ist wirklich ungewöhnlich. Ich habe Ihnen und Bellamy die Vergleiche zur Begutachtung geschickt. Wie Sie sehen werden, gibt es eine merkliche Persönlichkeitsabweichung, die ausgeprägter ist als das, was ich bei starken Neuromod-Änderungen erwarten würde. Aufgrund des Zeitraums, in dem sich diese Verhaltensänderungen entwickelt haben, ist es sogar noch auffälliger. Wie angefordert, habe ich mit Morgan nicht darüber gesprochen. Interessanterweise scheint sich Morgan dessen überhaupt nicht bewusst zu sein. Nebenbei bemerkt, glaube ich, dass dadurch interessante Fragen hinsichtlich anderer Anwendungen von Neuromods ergeben. Nicht nur in Bezug auf Therapien, sondern auch auf Umkonditionierungen. Von Matthias Kohl. Ja, Kohl ist immer böse gewesen. Alex, Sie haben es zu meiner Aufgabe ernannt, alle Bewohner der Station bei guter Gesundheit zu halten. Von Emma Beatty. Wenn ich mich irre, Sir, sind auch Sie ein Bewohner der Station. Sie haben bereits 5 anberaumte Fitnesstests versäumt. Wenn Sie manche der Übungen nicht vor den Augen der Mannschaft durchführen wollen, kann ich Ihnen auch gerne einen Privattermin im Fitnessbereich geben. Denken Sie daran, Sie werden nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern werden auch ein Vorbild für Ihre Mitarbeiter. Oh, Fitnesstrainerin. Dr. Yu, ich habe Lorenzo Calvino darauf angesprochen, aber keine Antwort erhalten. Also wende ich mich nun an Sie. Wir haben Hinweis auf einen nicht lizenzierten Operator an Bord der Tatus One. Sollten Sie sich als wahr bestätigen, würden wir einen weiteren Vorfall wie bei Transtar North riskieren. Die Sicherheit der Station hat oberste Priorität. Daher möchte ich, dass die IT-Protokolle verschärft werden. Von Daniel Show, den kenne ich doch. Chief Show. Ich bezweifle stark, dass der Unfall etwas mit dem zu tun hat, was Sie hier beschreiben. Wenn Lorenzo eine Untersuchung für unnötig hält, vertraue ich ihm. Dr. Yu, ein Operator gehorcht den Befehlen seines Besitzers auf Wort. Morgan hat möglicherweise ein nicht lizenziertes Modell gebaut. Wenn ja, hätte es Zugriff auf die Stationsprotokolle. Und wenn ich damit zum Vorstand gehen muss, ich werde nicht zulassen, dass Morgan die Station in Gefahr bringt. Sind Sie ganz sicher, wenn es diesen Operator wirklich gibt, wo sollte er dann sein? Wenn er abgeschaltet ist oder auf Standby läuft, könnte er überall sein. Habe ich Ihr Erlaubnis, danach zu suchen? Keine Antwort. So, Sarah, Sie müssen mir helfen, eine verschwundene Schlüsselkarte wiederzufinden. Das sollte oberste Priorität für Sie haben. Sie ist mit EP101 gekennzeichnet. Sagen Sie Bescheid, sobald Sie fündig werden. Alex, habe sie gefunden, Neuromod-Abteilung auf einem PC-Schrank. Jemand hat sie da wohl versteckt, zusammen mit einer Fluchttasche. Muss ich mir wegen irgendetwas Sorgen machen? Sie liegt da übrigens immer noch. Okay. So, ja, stimmt, die Programme. LG-Steuerung. Morgen. Und EP101. Okay, mach ich gleich. Okay, aber erstmal hier morgen. Wo ist das? Hinter mir? Da? Ich weiß nicht. Vor uns? Mal schauen. Ah, okay. Da. Ne, da.